Leif Sachsen und Sachsinnen von überall hier, liebe Schwestern und Brüder, im Namen der Heimatkirche, der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien, danke ich von Herzen für die Einladung zum diesjährigen Heimattag. Heimattag, der ein ganz besonderer ist, weil wir wieder dem Hans und der Eni ins Angesicht sehen können. Ich überbringe euch hiermit die herzlichsten Grüße aus Siebenbürgen und Rumänien von unserer Kirchenleitung, seitens der 5 Kirchenbezirke, der 8 Gemeindeverbände, der 234 Gemeinden und 10.842 evangelischen Seelen in Siebenbürgen und Rumänien. Das ist nicht mehr viel, aber wir bauen ja nun seit über 70 Jahren nicht mehr auf Heer und Kraft. Wir vertrauen auf Gottes Geist. Gottes Geist und Kraft, wie es der Spruch für den Pfingsttag uns sagt: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Heer und Kraft, das ist Zeichen unseres menschlichen Weges durch die Geschichte. Und auf diesem Irr- und Abweg verfallen Herrscher leider auch heute, wie wir am Beispiel Russlands leider bitter erfahren müssen. Aber selbst das Volk Gottes, das Volk Israel, wollte allerdings vor 2500 Jahren die vergangenen goldenen Zeiten wiederherstellen und an vergangene Größe und den Glanz der alten Zeiten anknüpfen. Aber Gottes Weg, sagt uns die Heilige Schrift, ist ein anderer. Was bei Gott zählt, ist nicht die Macht, die andere klein macht, und die Liebe zur Macht, der einige verfallen. Bei Gott zählt die Macht, die den Kleinen, den Wenigen, denen, die ihn brauchen, Aufmerksamkeit schenkt, sie hervorhebt und wertschätzt. Es zählt die Macht der Liebe, nicht die Liebe zur Macht. Die Wurzeln unseres Lebens liegen in der Liebe. Dank ihrer bekamen wir das Leben geschenkt, wurden geboren, getragen und begleitet durch unser Leben bis hierher. Und sie ist es, die unser Leben und unsere Gemeinschaft lebenswert macht. Vor 75 Jahren wurde das Hilfskomitee der Evangelischen Siebenbürger Sachsen und Panater Schwaben im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland in München gegründet, um das Liebeswerk an den eigenen Glaubensgenossen getreu dem Motto, vor allem den eigenen Glaubensgeschwistern Gutes zu tun, wahrzunehmen. Zunächst an denen, die nach dem Krieg in Deutschland verblieben waren, um ihnen bei der Eingliederung in die Bundesrepublik und in die Evangelische Kirche hier zu helfen. Später wendete sich das Hilfskomitee, heute Gemeinschaft, auch den in Siebenbürgen verbliebenen Schwestern und Brüdern zu und unterstützt und stärkt uns bis heute personell und finanziell, geistig und geistlich. Dafür sage ich hier herzlichen Dank. Gott vergelt's euch. Liebe Siebenbürger und Siebenbürgerinnen, wir leiden oft, dass wir ein kleines Volk sind, eine kleine Schar, an unserer Kleinheit und Schwachheit. Aber Gottes Kraft, so dürfen wir glauben und vertrauen und immer wieder erfahren, Gottes Kraft ist in den Kleinen und in den Schwachen mächtig. Wenn ich heute um mich sehe, stelle ich fest, dass der Geist Gottes schon wirkt unter uns und wir viel mehr sind als die 10.800, die in Siebenbürgen und in Rumänien sind. Und dieser Geist schon wirkt und er uns viel stärker und geschlossener macht, als wir es vielleicht empfinden, wenn wir alleine und die wenigen uns versammeln. Zusammen können wir weit mehr tun.
mehr als 50 Gottesdienste in ganz Siebenbürgen jeden Sonntag feiern, weit mehr als jetzt 5 Altenheime erhalten, weit mehr als 14 Kirchenburgen renovieren, weit mehr als nur einige Kleinstgemeinden wiederbeleben, weit mehr als nur die einigen 100.000 Besucher im Jahr wieder empfangen, weit mehr als die paar Heimattreffen im Sommer organisieren. Zusammen können wir weit mehr. Zusammen als evangelische Siebenbürger Sachsen, zusammen als Mitbürger im großen Hause Europas können wir miteinander groß feiern, wie es diese Tage wieder gezeigt haben, und auch zelebrieren hier im schönen Dinkelsbühl. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Wurzeln zu suchen in dem heimatlichen Siebenbürgen und aus dem heimatlichen Siebenbürgen, die wir hierher mitgebracht haben. Über dem Siebenbürgen, dem die Verheißung steht, dass es ein Land des Segens ist. Aber das ist es nur mit euch und gemeinsam. Lasst euch von diesem guten Geist Gottes anrühren und auch wieder den Weg finden zu dem Kleinen, zu dem Wenigen dort in Siebenbürgen. Denn dort ist Gottes Kraft, dort bei den Wenigen und Kleinen und Schwachen mächtig. Wir erwarten euch auch in diesem Sommer in der Siebenbürgischen Kulturwoche vom 24. Juli bis zum 14. August in Siebenbürgen. Ihr seid herzlich willkommen. Gott erhol dich und gebe aus allen seinen Frieden auf dieser Welt. Gott erhalte euch und segne euch und schenke uns allen den Frieden, den wir so nötig haben. Nach dem Regen scheint die Sonne. Nach dem Krieg, und wir hoffen, dass er bald zu Ende ist, will wieder der Frieden uns umarmen. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Gott, der Regen und Sonne schenkt, der Gott, der es wieder als Friedensbotschaft blühen lässt. Dieser Gott, der bei uns ist heute und morgen, segne und behüte uns nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns nun einstimmen in das große Gott, wir loben dich.
Verehrte Ehrengäste, liebe Freunde der Siebenbürger Sachsen, live Sachsen, auch live Sachsen, ich wünsche euch allen ungeheim auch glücklich feierlich. Frohe Pfingsten allen zusammen. Ist das heute nicht ein Freudentag? Selbst der Himmel hat Freudentränen vergossen. Es waren zwar ein paar viel, aber jetzt ist es wieder gut. Der Himmel hat sich, wie wir alle, gefreut, dass wir nach 3 Jahren endlich wieder hier in Dinkelsbühl, in unserer Partnerstadt, dabei sein können. Hinter uns liegen 2 schwere Corona-Jahre. Gott sei Dank hat auch unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft es geschafft, relativ gut durch diese Zeit zu kommen. 2 Online-Heimattage in den letzten Jahren haben uns im digitalen Bereich nach vorne gebracht. Daheim vor den Bildschirmen sind wir einander verbunden geblieben. Und dennoch sind uns persönliche Begegnungen, ein Schütteln der Hände, eine freudige Umarmung, ein kleiner Plausch wesentlich lieber. Ich freue mich daher, dass wir uns heute wieder zu Tausenden in unserer Partnerstadt eingefunden haben und ein Neustart des siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaftslebens geglückt ist. Der 72. Heimattag steht unter dem Motto Wurzeln suchen, Wege finden, und wir dürfen ihn mit vielen Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft miteinander feiern. Mit ganz besonderer Freude erfüllt uns die Anwesenheit von Reinhard Guib, Bischof der Evangelischen Kirche AB in Rumänien, unserer Heimatkirche, dass Sie dieses Fest heute mit uns hier begehen. Herzlichen Dank für die aufbauende Predigt und den Pfingstgruß. Es ist mir eine besondere Ehre, als Repräsentanten des Freistaates Bayern den Staatsminister des Innern für Sport und Integration, Herrn Joachim Herrmann, in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Ein großer Teil der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lebt heute im Freistaat Bayern, und zwar sehr gerne. Sie sind hier vorbildlich integriert und selbstverständlicher Teil Bayerns. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Bernd Fabricius, den Präsidenten des Bundes der Vertriebenen und Ehrenvorsitzenden unseres Verbandes. Die Siebenbürger Sachsen sind im Bund der Vertriebenen sehr aktiv, weil unsere Interessen nur dank eines starken Daches, wie es der BDV ist, durchgesetzt werden können. An dieser Stelle möchte ich Ihnen, dir lieber Bernd, danke für deinen unermüdlichen Einsatz für unsere Landsleute sagen, insbesondere auch in deiner vierjährigen Tätigkeit als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Dankeschön. Zwei Pfingstfeste mussten wir aufeinander verzichten. Nun sind wir wieder da. Ich grüße ganz herzlich unsere Gastgeber, Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer mit seinen Stellvertretern Nora Engelhardt und Georg Piot, den Mitgliedern des Stadtrates und allen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Herzlichen Dank, dass wir wieder da sein dürfen. Es ist uns eine große Ehre, den Vertreter des Präsidenten Rumäniens, unseres Landsmanns Klaus Johannes, Herrn Präsidialberater Sergiu Nistor, hier zu begrüßen. Als weitere Vertreter unseres ehemaligen Heimatlandes Rumänien darf ich sehr herzlich begrüßen Frau Daniela Güttmann, Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten im rumänischen Außenministerium, Ihre Exzellenz Frau Adriana Stănescu, Botschafterin von Rumänien in Berlin, Frau Julia Ramona Chiriac, die Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Bukarest. Dragi oaspeți din România, vă salutăm în mijlocul comunității noastre și sperăm să vă simțiți bine aici. Aus dem Bayerischen Landtag darf ich sehr herzlich begrüßen die Landtagsabgeordneten Frau Carolina Trautner, Staatsministerin AD, und Herrn Alfons Brandl in Vertretung des CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer. Aus Nordrhein-Westfalen, dem Patenland der Siebenbürger Sachsen, begrüße ich sehr herzlich den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern, Heiko Hendricks.
Eine ganz besondere Freude ist für mich die Teilnahme des Abgeordneten der deutschen Minderheit in Rumänien im rumänischen Parlament, Herrn Ovidiu Ganz. Schön, dass Sie da sind. Seitens des Landkreises Ansbach begrüße ich sehr herzlich den stellvertretenden Landrat Hans Henninger. Und ein herzliches Willkommen geht an den Vizepräsidenten des Bundes der Vertriebenen und Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern, Herrn Christian Knauer. Seit vielen Jahren pflegen die Siebenbürger Sachsen innerhalb ihrer weltweiten Föderation einen engen Zusammenhalt. Begrüßen Sie als Vertreter der Landsleute in Siebenbürgen und Österreich den Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen, Martin Bottesch, und den Bundesobmann des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Manfred Schuller. Aus unseren siebenbürgischen Kreisen begrüße ich herzlich Professor Dr. Berthold Köber, den Vorsitzenden der Gemeinschaft evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben, das Hilfskomitee, wie wir es kurz nennen, und gratuliere bei dieser Gelegenheit dem Hilfskomitee zu seinem 75. Geburtstag. Eine weitere Gratulation geht an den Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften zum Silbernen, dem 25-jährigen Gründungsjubiläum. Herzlich willkommen der HOG-Verbandsvorsitzenden Ilse Welter. Ein ganz besonderen Willkommensgruß richte ich an Michael Schmidt, den Gründer und Vorsitzender der Michael und Veronika Schmidt Stiftung und langjährigen Partner unseres Verbandes. Ein herzlicher Gruß geht an Reinhold Sauer, den Vorsitzenden der Karl-Wolf-Gesellschaft, und an Wolfgang Köber, den Vorsitzenden des Deutschen Wirtschaftsklubs Siebenbürgen. Für den Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck darf ich den Vorsitzenden Helge Krempels und für den Verein Siebenbürgisches Museum die Vorsitzende Frau Dr. Irmgard Sedler willkommen heißen. Ein ganz herzlicher Dank geht an die Partner unseres diesjährigen Heimattags. Ich begrüße ganz herzlich die Unternehmer Erhard Bartesch, Hans-Georg Göbel, Hans-Martin Tekeser und Erhard Schuller samt Familien und freue mich, dass Sie heute hier dabei sind. Ich freue mich, zahlreiche Vertreter der Gliederungen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hier zu sehen. Stellvertretend begrüße ich die Ehrenvorsitzende unseres Verbandes, Frau Hertha Daniel. Herzlich willkommen. Kein Heimattag findet in Dinkelsbühl ohne Mitausrichter statt. Eine starke Präsenz bei diesem Heimattag, vor allem auch im Trachtenzug gerade eben, zeigt die Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal der Heimatortsgemeinschaften mit ihrem Regionalgruppenleiter Michael Konrad. Und ein Heimattag ohne die Jugendgliederung unseres Verbandes kann man sich seit vielen Jahrzehnten auch nicht vorstellen. Begrüßen Sie mit mir die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, die SJD, mit ihrem Bundesjugendleiter Fabian Kloß. Nicht zuletzt begrüße ich die zahlreichen Presse- und Medienvertreter und hoffe auf eine wohlwollende Berichterstattung. Seien Sie uns ebenfalls herzlich willkommen. Wir haben eben einen farbenprächtigen und vielfältigen Trachtenzug gesehen, auch wenn es ein bisschen anders war wie in den Jahren zuvor. Weit über 2000, ich glaube 2300 habe ich vorher gehört, Trachtenträgerinnen und Trachtenträger haben mit Stolz die aus der Heimat Siebenbürgen mitgebrachte Tracht präsentiert. Es ist eine große Freude, jung und alt miteinander vereint zu sehen. Es ist beeindruckend, wie viele Kinder und Jugendliche mit Freude und Elan die Tracht ihrer Eltern und Großeltern heute hier getragen haben. Dies ist ein herrliches Bild für uns alle. Ich danke unseren Moderatorenpaar Ines Wenzel und Helge Krempels für die informative Vorstellung der fast 100 Gruppen, die heute hier mitgemacht haben. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland nimmt die gesellschaftliche
kulturelle und politische Vertretung unserer Landsleute seit 73 Jahren war. In über 100 Kreisgruppen in ganz Deutschland spielt sich unser Verbandsleben ab. Dreh- und Angelpunkt der siebenbürgisch-sächsischen Welt zu Pfingsten ist seit 1951 der Heimattag der Siebenbürger Sachsen hier in Dinkelsbühl. Damit die Arbeit an der Basis in den Kreis- und Kulturgruppen hier beim Heimattag auch in den nächsten Jahrzehnten stattfinden kann, bedarf es vieler aktiver Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Viele tausend Mitglieder tragen unseren Verband. Sie haben uns über all die Jahre die Treue gehalten, auch in den letzten beiden Corona-Jahren in dieser begegnungsarmen Zeit. Dafür möchte ich von Herzen danken. Unser Verband ist heute gefordert, das Fundament zu legen, um auch in Zukunft eine starke Interessensvertretung für die Siebenbürger Sachsen zu sein. Nicht umsonst heißt das Motto des diesjährigen Heimattags: Wurzeln suchen, Wege finden. Ich rufe alle Landsleute, die uns nahestehen und noch nicht Verbandsmitglied sind, auf: Stärken Sie unseren Verband der Siebenbürger Sachsen mit Ihrer Mitgliedschaft. Wir nehmen Sie gerne auf, unsere Gemeinschaft wird es Ihnen danken. Politiker und Bürger bestätigen es tagtäglich. Wir Siebenbürger Sachsen sind seit vielen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland angekommen. Wir wurden gut angenommen und sind hervorragend integriert. Wir haben eine neue Heimat gefunden, ohne dabei die alte Heimat Siebenbürgen zu vergessen. Dafür steht der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland jetzt und auch in Zukunft. Mein Dank geht an die verantwortlichen Stellen in Deutschland, die uns weiterhin unterstützen. Gerade hier in Bayern erfahren wir eine wohlwollende und dauernde Unterstützung durch die bayerische Staatsregierung, die die Kulturarbeit der Siebenbürger Sachsen in Bayern im Rahmen des Bundesvertriebenengesetzes maßgeblich fördert. Vor knapp 2 Jahren wurde in München das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen gegründet, das mit seiner Leiterin Dr. Iris Obert zahlreiche kulturelle Projekte in Bayern bis hin nach Siebenbürgen fördert und eine erfolgreiche Tätigkeit entfaltet. Sehr geehrter Herr Staatsminister, nehmen Sie bitte hierfür unseren herzlichen Dank an die bayerische Staatsregierung mit. Mein Dank geht auch an unser Patenland Nordrhein-Westfalen, das 2020 den Heimatpreis des Landes für die Siebenbürger Sachsen initiiert hat. Der Preis wurde pandemiebedingt erst in diesem Frühjahr verliehen. Lieber Herr Beauftragter Hendricks, nehmen Sie bitte die Grüße an unser Patenland mit, gerade in diesem Jahr, in dem sich 65 Jahre seit der Übernahme der Patenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen über den Verband der Siebenbürger Sachsen erfüllen. Ich hoffe und wünsche mir, dass die guten Beziehungen auch mit der neu zu bildenden Landesregierung genauso weitergeführt werden. Die erfolgreiche Beheimatung in Deutschland zeigt, dass wir Siebenbürger Sachsen uns vorbildlich in die bundesdeutsche Gesellschaft eingebracht haben. Wir sind gleichberechtigte Bürger dieses Landes, zahlen gleichberechtigt unsere Steuern und Abgaben, aber einen Wermutstropfen muss ich an dieser Stelle ansprechen. Die Rentenungerechtigkeit für die im Herkunftsland erworbenen Rentenjahre besteht immer noch. Wir hoffen, dass durch die Grundrente und den geplanten Härtefallfonds von Bund und Ländern zumindest ein Teil der betroffenen Landsleute vor Altersarmut geschützt werden und wenn dadurch nach heutigem Stand nicht alle betroffenen Landsleute berücksichtigt werden. Tatsache ist, dass Aussiedler mehr in die Rentenversicherung einzahlen, als unsere rentenbeziehenden Landsleute ausgezahlt bekommen. Wenn auch eine komplette Rücknahme der Fremdrentenkürzungen aus den 90er Jahren leider politisch im Moment sehr fraglich ist, dann lege ich Bund und Ländern ans Herz, zumindest den Härtefallfonds zügig umzusetzen und die Aussiedler und Spätaussiedler gleichermaßen korrekt hiermit einzubeziehen. Wir Siebenbürger Sachsen sind als eine sehr traditionsbewusste Gemeinschaft bekannt. Das spiegelt sich auch auf Schloss Horneck, dem Sitz unserer zentralen Kultureinrichtungen in Gundelsheim, wider. Hoch über dem Ufer des Neckars thront unser kulturelles Zentrum in Deutschland, das wir als Gemeinschaft gemeinsam erhalten müssen. Und auch hier danke ich dem Bund und dem Land Baden-Württemberg für die Unterstützung zum geglückten Umbau zum siebenbürgischen Kulturzentrum. Der Trägerverein
Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck hat eine enorme Verantwortung übernommen, dieses Schloss zu erhalten. Die eigenständigen Vereine, der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat, der das Siebenbürgen-Institut mit Bibliothek und Archiv betreibt, sowie das Siebenbürgische Museum, die im Schloss daheim sind, tragen zur wissenschaftlichen Arbeit unserer Kultur entscheidend bei. Ich rufe Sie alle auf. Unterstützen Sie unsere Einrichtungen auf Schloss Horneck und besuchen Sie sie. Je öfter, je besser. Übernachtung und Veranstaltung im Schloss Horneck inklusive. Wir Siebenbürger Sachsen sind nicht nur sprichwörtlich Brückenbauer zur Heimat Siebenbürgen. Mit dem Siebenbürgenforum und der Heimatkirche arbeiten wir hervorragend zusammen. Dieses gute Miteinander, in das ich auch die Heimatortsgemeinschaften und unsere Landsleute in Österreich mit einbeziehe, wird sich auch in diesem Sommer zeigen. Wir haben es eben vom Herrn Bischof gehört. Über 100 Veranstaltungen werden im ersten siebenbürgischen Kultursommer in ganz Siebenbürgen hoffentlich viele tausend Landsleute von hüben und drüben zusammenbringen. Es ist eine gute Gelegenheit, zugleich den Kontakt zur rumänischen Mehrheitsbevölkerung und zu den örtlichen Verwaltungen zu pflegen. Wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre deutsch-rumänischer Freundschaftsvertrag. Rumänien und unsere alte Heimat Siebenbürgen sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der europäischen und nordatlantischen Strukturen. Gerade in diesen heutigen Zeiten, in denen der russische Aggressor das Nachbarland Rumäniens, die Ukraine, mit unvorstellbarem Krieg und Terror überzieht, ist der europäische Zusammenhalt von größter existenzieller Bedeutung für unseren Kontinent. Deutschland und Rumänien stehen vorbildlich für diese Zusammenarbeit. Wir Siebenbürger Sachsen werden die Brückenfunktion zwischen diesen beiden Ländern weiterhin gerne wahrnehmen. Einen herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle dem Abgeordneten Ovidiu Ganz und seinen Parlamentskollegen aussprechen, die sich für die Gewährung von Entschädigungszahlungen an die Kinder von Opfern des Kommunismus in Rumänien eingesetzt haben. Die Entschädigungszahlungen durch Rumänien sind im Sommer letzten Jahres angelaufen und Hunderte, wenn nicht schon Tausende von Landsleuten erhalten diese bereits. Leider ist die Bearbeitungszeit bei den zuständigen Kreisbehörden unheimlich lange. Ich glaube, Sie wissen das alle, die solche Anträge gestellt haben. Einzelne Behörden verweigern sogar die Anerkennung von Nachweisen. Diese ablehnende Haltung muss hier angemahnt werden. Kritik üben muss ich auch bei der Rückgabe von im Kommunismus enteigneten Immobilien durch den rumänischen Staat. Auch hier gibt es Fälle, die seit über 20 Jahren auf eine Erledigung durch die zuständigen Behörden warten. Wenn man bedenkt, dass der Fall des Kommunismus 33 Jahre her ist, kann man auf eine solche jahrelange Verzögerung durch Rumänien nur mit Unverständnis reagieren. Ich hoffe aber, dass eine Lösung bald in Sicht ist. Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, die vergangenen Jahre, auch schon vor der Pandemie, haben uns gezeigt, dass die Siebenbürger Sachsen weltweit fest zusammenhalten. Mit unserem gemeinsamen Wirken durch die vielen Aktivitäten für den Erhalt unserer Kultur, unserer Werte, unserer Traditionen aus der alten Heimat sind wir auf dem besten Wege, das Motto dieses Heimattags umzusetzen: Wurzeln suchen, Wege finden. Unsere Jugendlichen, die ich jetzt so zahlreich neben mir sehe und den ganzen Heimattag mitprägen, fordere ich ganz besonders auf, sich mit ihren Ideen und Wünschen einzubringen. Und auch Sie, egal ob jung und alt, sind herzlich eingeladen, unsere Kultur, unsere Gemeinschaft mit Leben zu füllen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und begegnungsreichen Heimattag 2022. Alles Gerdet, bleibt alle gesandt. Vielen Dank. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, und zuallererst allen Gästen aus Siebenbürgen oder solchen, die schon lange in Deutschland wohnen, ein ganz herzliches Willkommen im Freistaat Bayern unter einem zunehmend wieder weiß-blauen Himmel, so wie sich das gehört.
herzlich willkommen hier am Pfingsten 2022. Vielen Dank, lieber Bischof Gulb, für die guten geistlichen Worte zur Einstimmung. Ja, wir feiern nicht nur Siebenbürger Sachsen, wir feiern eben auch Pfingsten an diesem Wochenende. Und es ist gut, wenn wir das nicht in Vergessenheit geraten lassen. Wir hoffen, dass ein Stück von diesem guten Heiligen Geist in der Tat auf uns alle herabkommt und wir damit dann gestärkt wieder in die vor uns liegenden Wochen und Monate gehen können. Ihnen, lieber Herr Leni, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Ihre klaren Worte. Lieber Bernd Fabricius, lieber Christian Knauer, ist es großartig, dass nicht nur die Siebenbürger Sachsen, sondern in der Tat unsere Vertriebenen auf Landes- und Bundesebene insgesamt stark präsentiert sind. Ich grüße die Landtagskollegen Carolina Trautner und Alfons Brandl, lieber Oberbürgermeister Christoph Hammer, lieber stellvertretender Landrat, liebe Ehrengäste. Ich freue mich, dass Sie alle hierher gekommen sind und dass das nach diesen schwierigen zwei Corona-Pandemie-Jahren wieder ein ganz starkes Treffen Siebenbürger Sachsen ist. In der Tat, es ist wichtig. Jetzt haben wir vorhin auch noch als besondere Form, nachdem wir die Masken weggelassen haben, die Regenponchos gehabt. Aber jetzt können wir uns wieder tatsächlich ins Gesicht sehen. Wir können uns Auge in Auge begegnen. Wir können an diesem Wochenende einfach miteinander reden und wieder gemeinsam miteinander feiern. Das ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir alle eine Zeit lang jetzt vermisst. Und deshalb ist dieses Treffen der Siebenbürger Sachsen in diesem Jahr ein ganz besonders wichtiges Aufbruchssignal wieder in ein gutes Zusammenleben hier bei uns in Bayern, in Deutschland, in Rumänien und überall auf der Welt. Ja, ich freue mich, dass wir Dinkelsbühl wieder mit der großartigen Gastfreundschaft hier erleben können, lieber Oberbürgermeister Hammer. Ja, diese Stadt trägt ja schon seit vielen Jahren die Auszeichnung schönste Altstadt Deutschlands. Unlängst wurde sie zu einer der schönsten Städte in ganz Europa gekürt. Ich glaube, alle, die heute hier sind, empfinden das auch so. Und ich denke, nicht von ungefähr kommen die Siebenbürger Sachsen alljährlich gerne hier zusammen. Das gemeinsame Feiern ist hier in Dinkelsbühl wirklich gut zu Hause. Und ich möchte mich ausdrücklich aber an dieser Stelle schon auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern Dinkelsbühls herzlich bedanken. Das ist ja nicht nur eine Sache, die der Stadtrat so beschließen kann. Da wird natürlich, so schön das alles ist, in der Tat teilweise der Verkehr für ein paar Tage stillgelegt in dieser Stadt und vieles andere mehr. Das wird aber mit Begeisterung mitgetragen. Und deshalb sage ich allen, die hier in Dinkelsbühl zu Hause sind, auch einmal ein ganz herzliches Dankeschön für diese Gastfreundschaft in dieser Stadt Dinkelsbühl. Meine Damen und Herren, von Dinkelsbühl heißt es, gepaart mit alter Geschichte, aber dennoch lebendig und gegenwärtig. Eine schöne Formulierung in einem Reiseführer. Ich denke, diese Formulierung können wir genauso gut auf die Siebenbürger Sachsen anwenden. Gepaart mit alter Geschichte, aber dennoch lebendig und gegenwärtig. Ja, den Siebenbürger Sachsen ist es immer bestens gelungen, ihre kulturellen Werte und Traditionen, sei es in Siebenbürgen, sei es in einer neuen Heimat hier in Bayern oder in anderen Teilen Deutschlands oder Österreichs, zu erhalten und gleichzeitig das dadurch entstehende besondere Gefühl lebendiger Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit eben auch an die Nachwuchsgenerationen, an die Jugend entsprechend weiterzugeben. Das Motto des heutigen Tages lautet ja: Wurzeln suchen, Wege finden. Dieses Motto richtet sich ganz besonders an die Jugend, die heute so zahlreich und wie immer in schmucker Tracht auf dem Heimattag präsent ist. Wir haben das bei dem großartigen Zug gerade wieder gesehen. Ja, das sind eben nicht nur, wie das früher mancher befürchtet hat, nur noch Senioren unterwegs. Nein, da ist die junge Generation ganz stark präsent. Da ist weiter die junge Generation mit unterwegs. Das ist das entscheidende Zeichen für die Zukunft. Und dazu kann ich Ihnen nur ganz herzlich gratulieren. Ich will mich aber auch für den Freistaat Bayern ausdrücklich bedanken. Wir können uns glücklich schätzen,
dass viele Siebenbürger Sachsen bei uns eine neue Heimat gefunden haben. Eine neue Heimat für sich zu gewinnen erfordert viel Kraft, viel Ausdauer, vor allem die Bereitschaft, sich einzubringen. Diese Kraft haben sie, haben ihre Großeltern, ihre Eltern eingebracht. Die bringen sie jetzt ein. Seit Jahrzehnten gestalten sie unser Land mit und bereichern es mit ihrer Kultur. Sie sind hier in Bayern nicht mehr wegzudenken, auch wenn ihre Wurzeln immer noch weit nach Siebenbürgen reichen. Die alte Heimat tragen sie nach wie vor fest im Herzen. Aber das spüre ich immer wieder im Gespräch mit vielen von Ihnen. Sie lieben inzwischen genauso auch ihre neue bayerische Heimat. Und das geht denen, die in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel zu Hause sind, sicherlich ganz genauso. Ja, sie leben auch hier in Bayern auf vorbildliche Weise vor, was Heimat ausmacht und warum wir sie in der heutigen Zeit mehr denn je brauchen. Denn Heimat ist nicht immer nur der Ort, an dem man aufgewachsen ist. Heimat ist vielmehr eben auch ein Gefühl der Zugehörigkeit zu Sprache, zu Mundarten, zu Traditionen, zu Bräuchen und vor allen Dingen ein Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit und Zufriedenheit. Es ist unerlässlich für einen starken Zusammenhalt und deshalb bekennen wir uns klar zu unserer Heimat. Die Siebenbürger Sachsen genauso wie die Bayern, wie die Franken, wie die Nordrhein-Westfalen, wie die Hessen und viele andere. Wir sind stolz auf unsere Heimat. Vielen Dank dafür. Und ich sage auch, dass ich mich da ein bisschen gewundert habe, um es mal vorsichtig zu formulieren, wie die neue Bundesinnenministerin neulich erklärt hat, wir müssten den Begriff Heimat positiv umdeuten. Man wird in den nächsten Monaten vielleicht näher erfahren, was sie damit eigentlich meint. Eine positive Umdeutung des Begriffs Heimat braucht man ja eigentlich nur, wenn man bisher ein negatives Verständnis von Heimat hatte. Ich kann nur sagen, wir hatten kein negatives Verständnis von Heimat. Und ich habe das über all die Jahre, und ich war ja schon häufiger bei diesen Treffen hier in Dinkelsbühl, aber auch bei anderen vertriebenen Treffen dabei, all diejenigen, die ich kennengelernt habe, und es gilt genauso für die Sudetendeutschen, die auch an diesem Wochenende diesmal in Hof sich treffen. Ich habe das immer so erlebt, dass sowohl die Menschen, die hier zu Hause sind, wie auch die, die von woanders her zu uns gekommen sind, die haben kein negatives Verständnis von Heimat und die interpretieren das auch nicht negativ und das richtet sich gegen niemand anderen, sondern es ist ein zutiefst positives Grundgefühl. Und genau so wollen wir Heimat auch in Zukunft verstehen. Und ich denke, gerade Sie, liebe Siebenbürger Sachsen, zeigen immer wieder aufs Neue, nur im Miteinander schafft man Heimat. Die großartigen Trachtengruppen, die Chöre, die Blaskapellen und Theatergruppen, sie sind Garanten einer einzigartigen kulturellen Vielfalt. Ich muss mich nur umsehen, wir alle brauchen uns nur umsehen und freuen uns, dass dieses bunte Treiben hier im malerischen Dinkelsbühl heute wieder mal zu erleben ist. Und da gibt es in der Tat, wie der Bischof vorhin gesagt hat, mal Sonne und mal Regen. Das gehört mit dazu, aber das halten wir aus und davon lassen wir uns auf keinen Fall abbringen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, und das will ich gerne noch mal aufgreifen, dass seit 2 Jahren es nun dieses Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen in der Karlstraße in München gibt, das von Frau Dr. Iris Obert geleitet wird. Der Freistaat Bayern fördert das Kulturwerk in Anerkennung der Aufbauleistung der Siebenbürger Sachsen nach dem Krieg und ihrer Bedeutung als Brückenbauer für ein freiheitliches Europa. Ja, wir fördern das ausdrücklich, weil wir dankbar dafür sind, was hier geschaffen worden ist und weil es wichtig ist, dass wir das auch kommenden Generationen dokumentieren, was hier geschehen ist. Ich glaube, ein starkes Zeichen, dass der Freistaat auch entsprechend zu dieser Tradition steht und dass wir uns dazu bekennen, auch zu der Dankbarkeit für das, was die Siebenbürger Sachsen hier geleistet haben. Meine Damen und Herren, ja, ich will ausdrücklich auch mit ansprechen, dass ich mich unheimlich gefreut habe, dass es jetzt an diesem Wochenende möglich war, auch zunächst verschoben wegen der Corona-Pandemie,
dass der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis jetzt endlich tatsächlich leibhaftig den Karlspreis der sudetendeutschen Landsmannschaft entgegennehmen konnte. Ich sage das deshalb, weil ich der festen Überzeugung bin, dass gerade Klaus Iohannis ein großartiges Beispiel ist. Ein Beispiel für die Siebenbürger Sachsen, die in ihrer Heimat geblieben sind und sich dort nach wie vor großartig engagieren. Ein großartiges Zeichen aber auch für die positive Entwicklung in Rumänien. Für die Entwicklung in Rumänien, die Rumänien jetzt wieder zu einem starken Teil Europas insgesamt gemacht hat. Und dass hier auch in der Mehrheit der rumänischen Bevölkerung es eben heute von der Stimmung her möglich ist, dass die Mehrheit der rumänischen Bevölkerung einen Mann wie Klaus Iohannis zu ihrem Staatspräsidenten gewählt hat. Das ist ein starkes Zeichen von Integration in beide Richtungen, ein starkes Zeichen für die kulturelle Vielfalt in Europa und ein starkes Zeichen für das Zusammenwachsen in Europa insgesamt. Und deshalb, denke ich, dürfen die Siebenbürger Sachsen auf einen Landsmann mit Klaus Iohannis stolz sein. Aber wir sind alle stolz darauf, was er bewegt hat in den letzten Jahren für Rumänien und natürlich auch für die Siebenbürger Sachsen. Nochmal ein herzliches Dankeschön und einen herzlichen Glückwunsch an Klaus Iohannis zu dieser Auszeichnung. Und es ist wichtig, dass wir diesen eingeschlagenen Weg der Aussöhnung weitergehen. Wie wichtig das ist, zeigt gerade dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Dieser schreckliche Überfall Putins auf die Ukraine, den wir alle in Europa nur mit Kopfschütteln, mit Entsetzen verfolgen können. Es ist gerade in dieser Situation wichtig, dass wir uns weiterhin zu dem friedlichen Zusammenleben in Europa bekennen, dass wir wollen, dass Freiheit in Frieden, dass Frieden in Freiheit in Europa gelebt wird. Und dass wir in der Tat jeden Echten, der dagegen verstoßt, wir führen, und das ist schlimm, wenn man das sich anhören muss, was Putin erzählt, wenn er wieder von den Grenzen von vor 40 Jahren oder vor 60 Jahren oder vor 80 Jahren oder vor 100 Jahren spricht. Nein, das kann nicht die Zukunft Europas sein, wieder alte Grenzdiskussionen aufleben zu lassen, sondern wir wollen diese gemeinsame europäische Einigung mit einem selbstbewussten Nationalstaaten, aber gleichzeitig einer Situation, wo Grenzen immer unwichtiger werden und wo wir in Frieden zusammenleben. Das ist die Zukunft Europas und nicht eine Diskussion über die Grenzen von vor 100 Jahren, meine Damen und Herren. In dieser Situation ist es aber auch wichtig, dass wir in der Tat den Menschen in der Ukraine und aus der Ukraine helfen. Und deshalb möchte ich mich auch dafür ganz herzlich bedanken, für das Engagement. Das gilt für die Menschen hier in Dinkelsbühl, für die Menschen in Franken, in Bayern, überall in Deutschland. Aber das gilt auch für Siebenbürger Sachsen, das gilt auch für Menschen in Rumänien, die in dieser Situation jetzt den vielen Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Es ist wichtig, dass wir die nicht im Stich lassen, sondern dass wir konkret, nicht nur theoretisch reden, sondern Solidarität mit diesen Menschen in der Ukraine üben, dass wir ihnen helfen in der Ukraine, aber dass wir denen, die flüchten, auch bei uns helfen. Allen, die dabei mitwirken, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich will mich abschließend auch meinerseits herzlich bedanken. Noch einmal bei allen, die diesen heutigen Tag vorbereitet haben, mitgestaltet haben. Die Gastfreundschaft hier in Dinkelsbühl habe ich angesprochen. Aber da steckt auch von den vielen Organisationen, von den vielen Teilnehmern aus dem Kreis der Siebenbürger Sachsen ja unheimlich viel Engagement dahinter, dass das so läuft. Das Wetter konnten wir nicht beeinflussen, das wollen wir auch ernsthaft nicht beeinflussen. Es muss auch noch Dinge geben, die der Mensch nicht unmittelbar selbst mit künstlicher Intelligenz steuern kann. Aber ansonsten ist alles nahezu perfekt. Vielen Dank allen, die daran mitgeholfen haben. Ich wünsche Ihnen allen einen glanzvollen Heimattag hier in Dinkelsbühl. Viele anregende Gespräche, schöne Stunden. Weiterhin alles Gute, viel Glück und Gottes Segen und frohe Pfingsten Ihnen allen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Staatsminister, für diese festlichen Worte. Vielen Dank, wir sind gerne hier in Dinkelsbühl zu Gast im schönen Bayern. Und vielen Dank für die Unterstützung, die wir durch den Freistaat bekommen. Ich habe einen kleinen Appetitanreger an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Siebenbürgen waren.
Selbstverständlich war ich schon in Siebenbürgen und ich habe ja selbstverständlich schon mehrmals Klaus Johannes in seiner Heimatstadt Sibiu, Hermannstadt besucht. Und es gibt aber sicherlich noch viele Ecken in Siebenbürgen, die ich noch nicht kenne. Und deshalb freue ich mich, wenn ich noch mehr kennenlernen darf. Deswegen habe ich ein Bildband hier kürzlich erschienen über Mediasch und das siebenbürgische Weinland. Das sind schöne Kirchenburgen zu sehen und, wie es der Name sagt, Sie werden sicher auch einen guten Tropfen Wein dort finden. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender Rainer Lehni, sehr geehrter Herr Staatsminister Herrmann, sehr geehrter Herr Bischof Guib, Herr Oberbürgermeister Hammer, verehrte Ehrengäste des Heimattages, liebe Landsleute, lasst mich das so formulieren: Zum diesjährigen Heimattag der Siebenbürger Sachsen möchte ich Ihnen den Gruß aller Landsmannschaften in Deutschland überbringen, aller 37 Mitgliedsverbände des Bundes der Vertriebenen. Im Namen des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen gratuliere ich dem Verband der Siebenbürger Sachsen zur Wiederaufnahme der Tradition des Heimattages in Dinkelsbühl. Viele von Ihnen, viele von uns, meine Damen und Herren, ich persönlich hatte richtig Entzugserscheinungen, zu Pfingsten nicht hier in Dinkelsbühl zu sein. Kein buntes sächsisches Treiben auf dem Markt, kein Grundrauschen aus unterschiedlichen Dialekten in den Straßen zu erleben. Wir sind wieder da, liebe Landsleute, und das ist wunderschön. Danke. Der Verband der Siebenbürger Sachsen ist zusammen mit weiteren 17 Landsmannschaften, 16 BDV-Landesverbänden und 3 außerordentlichen Mitgliedsverbänden eine starke Säule im BDV, dem Bund der Vertriebenen. Der BDV, meine Damen und Herren, ist der einzige repräsentative Dachverband der Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler in Deutschland, der uns alle vereint. Es ist dieser Verband, der auf Bundesebene und in den Ländern den umfassenden Repräsentationsanspruch innehat, sowohl für die organisierten als auch für die nicht in den Verbänden organisierten Vertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern. Für die Interessen eines jeden Einzelnen von uns, ob wir das wissen oder nicht und ob wir uns selbst einbringen oder nicht. Es lohnt, einmal gemeinsam darüber nachzudenken, dass wir uns als Siebenbürger Sachsen trotz unserer eigenen Geschichte, trotz unserer spezifischen Bräuche und der eigenen Mundart als Teil einer viel größeren Gemeinschaft sehen können, als Teil einer Schicksalsgemeinschaft, die heute mindestens ein Viertel der gesamten deutschen Bevölkerung ausmacht. Es ist die Gemeinschaft der Menschen, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern ihre Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg verloren haben oder gegen ihren Willen verlassen mussten. Uns eint der erzwungene Heimatverlust, sei es durch Flucht und Vertreibung im direkten Bezug zum Krieg oder in den darauf folgenden Jahrzehnten geprägt von Deportation, Entrechtung, Enteignung, Ausgrenzung. Dieser Heimatverlust, meine Damen und Herren, prägt das Leben der Betroffenen und ihrer Kinder, lenkt Entscheidungen und traumatisiert in vielen Fällen bis in die Enkelgeneration. Man spricht von einem kollektiven Trauma bis in die dritte Generation der Heimatvertriebenen hinein. Und es ist daher richtig und hoch anerkennenswert, liebe Frau Botschafterin Stănescu, dass Rumänien nun auch den Kindern der Opfer von Deportation und Entrechtung eine Entschädigung zahlt. Ich ermuntere Sie, liebe Landsleute, stellen Sie diese Anträge, auch wenn das Verfahren lange dauert.
Die Leistung entschädigt zu Recht für verlorene Kindheit. Wenn die Eltern etwa für Jahre in Deportation verschleppt wurden und ihre Kinder hochtraumatisiert bei Fremden zurückbleiben mussten. Ich danke dem Verband der Siebenbürger Sachsen für die regelmäßige Information und auch dem in München ansässigen Deutschen Roten Kreuz für die Arbeit bei der Ermittlung der Belege für diese lange zurückliegende traumatische Zeit, für das auch heute noch spürbare Unrecht. Auch wir Siebenbürger Sachsen haben Flucht erlebt. Die Nordsiebenbürger unter uns können davon ein trauriges Lied singen. Was Ihnen, liebe Landsleute, was der Mehrzahl unter uns jedoch stärker im Bewusstsein geblieben ist, das sind die Jahrzehnte der kommunistischen Diktatur, die viele von uns erdulden mussten. Das System von Überwachung, Repression und Angst paarte sich für uns Deutsche in Rumänien im Alltag zunehmend mit dem Gefühl, Fremdkörper in der eigenen Heimat zu sein. Diejenigen, die man noch nicht gegen harte D-Mark verkauft hatte, ließ man es spüren, dass sie unerwünscht gewesen sind. Das, meine Damen und Herren, nennt man einen passiven Vertreibungsdruck. In einfachen Worten würde man sagen, man musste nicht unmittelbar um sein Leben fürchten, man wurde nicht physisch gezwungen zu gehen, aber das Bleiben wurde einem in den Repressionsjahren Ceausescus derart schwer gemacht, dass nur das Verlassen der Heimat als Ausweg gesehen wurde. Eine Veränderung zum Guten schien damals nicht erreichbar. Liebe Gäste des Heimattages, warum diese kurze Rückblende? Um unseren Blick zu weiten für die anderen Volksgruppen und Landsmannschaften, die ähnlich schlimme kollektive Schicksale erlebt haben, um uns aus der Vergangenheit die Aufgaben für die Zukunft herauszumeißeln. Wir sind nicht alleine. Schicksal und Geschichte haben die Heimatvertriebenen aus ganz Mittel- und Osteuropa eng miteinander verbunden. Der Bund der Vertriebenen und seine Verbände, gerade auch der Verband der Siebenbürger Sachsen, haben Aufgaben zu erfüllen, die wichtig sind und im gesamten Interesse Deutschlands stehen. Lassen Sie mich nur kurz die wichtigsten nennen. Menschenrechte, meine Damen und Herren, müssen auf der ganzen Welt gelten. Wir fordern daher ein weltweites, sanktionsbewährtes Vertreibungsverbot. Wir erheben die Stimme genauso für die Heimatverbliebenen, also die Landsleute in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, die heute noch dort leben. Und wenn die Benachteiligungen durch Staat und Gesellschaft deren Bestand gefährden, dann sind wir gefordert. Ich nenne heute nur unsere Landsleute in Polen, denen durch aktive, aktuelle staatliche Diskriminierung die Muttersprache streitig gemacht, ja ausgetrieben werden soll. Wir setzen uns für die Spätaussiedler ein, die heute noch zu uns kommen, um deren Wiederbeheimatung in Deutschland zu festigen. Und ja, wir bringen selbstverständlich unsere Erfahrungen auch dann ein, wenn es um die Integration anderer Menschen geht, die heute als Flüchtlinge und Vertriebene nach Deutschland kommen. Ich danke an dieser Stelle allen Landsleuten, Ihnen allen, die sich an der Spendenaktion des Bundes der Vertriebenen und der Landsmannschaften für unsere Landsleute in der Ukraine beteiligt haben. Ich war vor wenigen Tagen, meine Damen und Herren, selbst in der Ukraine und habe dort Menschen erleben müssen, in Munkatsch und in Uschgorod, die noch vor Tagen vor Bomben aus den Kellern in ihren Siedlungsgebieten fliehen mussten, Frauen und Kinder, die ihre Männer im Krieg zurückgelassen haben. Es ist schwer, meine Damen und Herren, nach solchen Erlebnissen wieder im Alltag anzukommen. Wir setzen uns mit Nachdruck auch dafür ein, das kulturelle Erbe der Vertriebenen und Spätaussiedler sowie die aktive Kulturarbeit zu erhalten und nachhaltig weiterzuentwickeln. Ich nenne hier auch gerade, weil Bischof Guib da ist, die einmalige Kirchenburgenlandschaft in Siebenbürgen, mit deren Sicherung weder die evangelische Kirche als rechtlicher Eigentümer
noch die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft als moralischer Eigentümer alleine gelassen werden dürfen. Für diese nationalen Kulturdenkmäler in Rumänien von Weltrang ist zuerst der rumänische Staat gefordert, angemessen Verantwortung zu übernehmen. Und auch Deutschland ist hier gefordert, sich an der Sicherung dieses gesamtdeutschen kulturellen Erbes zu beteiligen. Und ich spreche hier erneut einen Dank dafür aus, dass unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident Rumäniens Klaus-Werner Iohannis auf dessen Initiative und unter ihrer Schirmherrschaft eine Stiftung Kirchenburgen gegründet hat. Was hier Klaus Iohannis und Frank-Walter Steinmeier auf den Weg gebracht haben, ist wegweisend. Ich danke herzlich dafür. Ich danke natürlich auch allen Landsleuten, allen Heimatortsgemeinden, allen Gliederungen des Verbandes, die genau in dieser Sache viel, viel Ehrenamtliches leisten. Und meine Damen und Herren, ich habe kein Verständnis dafür, wenn die aktuelle Bundesregierung die Projektförderung für genau diese unsere Kulturarbeit um über 1 Million Euro kürzt, so wie das letzte Woche erfolgt ist. Es ist, meine Damen und Herren, die falsche Entwicklung. Und wenn ich weiß, dass gleichzeitig der Kulturetat um 7% steigt, dann geht es nicht um Kürzung, um Sparen, sondern es geht um Veränderung zum Schlechten. Und dafür, meine Damen und Herren, habe ich kein Verständnis. Ganz besonders wichtig ist es uns, die Verantwortung für das Schicksal unserer Gemeinschaft im kollektiven Bewusstsein unseres ganzen Landes, unseres Staates und der Gesellschaft zu verankern. Nach wie vor ist der Einsatz des Bundes der Vertriebenen gegen die Benachteiligungen von Aussiedlern und Spätaussiedlern im Rentenrecht ein gemeinsames und drängendes Thema, das du, lieber Rainer Lehni, zu Recht angesprochen hast. In meiner Zeit als Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung habe ich immer wieder die Einstandspflicht Deutschlands für das Kriegsfolgeschicksal von Aussiedlern und Spätaussiedlern betont. Zusammen mit dem Bund der Vertriebenen und in Solidarität mit allen hier vereinten Landsmannschaften haben wir mehrfach die Korrektur des Rentenrechts gefordert, um die personenkreisspezifischen Benachteiligungen zu beseitigen. Leider wurde dieses von dem dafür zuständigen Bundesarbeitsministerium beharrlich blockiert. Und auch gestern habe ich in der Botschaft der Bundesregierung kein Wort dazu vernommen. Wir im letzten Jahr, meine Damen und Herren, im Bundeshaushalt für 2022 im Bereich der Grundsicherung verankerte Härtefallfonds für Spätaussiedler ist noch nicht beschlossen. Es wäre ein gutes und wichtiges Zeichen, um die Lage der Betroffenen auch nur ein bisschen zu mildern. Aber auch hier, meine Damen und Herren, liegt der Teufel im Detail. Und ich bitte dich, lieber Joachim Herrmann, um die Unterstützung des Freistaates Bayern, wenn es darum geht, die Fehler im Konzept zu bereinigen. Das zuständige Sozialministerium in Berlin und die aktuelle Bundesregierung wollen die deutschen Aussiedler, also alle, die vor 1993 zugezogenen Landsleute, aus dieser Regelung vollständig ausschließen und nur die Spätaussiedler, also die, die nach 1993 gekommen sind, einbeziehen. Das ist grob ungerecht. Es gibt keinerlei sachlichen Grund und es verletzt das Prinzip des Vertrauensschutzes. Die Menschen, die vor 1993 gekommen sind, durften darauf vertrauen, dass wir für das Kriegsfolgeschicksal in Deutschland einstehen. Ich fordere daher eine Gleichbehandlung aller Aussiedler und Spätaussiedler in diesem Gesetzesprojekt. Und natürlich wird der Bund der Vertriebenen flankiert vom Verband der Siebenbürger Sachsen, aber auch von den Banater Schwaben, von denen ich gestern aus Ulm beste Grüße mitbringen soll, genauso wie von den vielen Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion, den Russlanddeutschen,
Wir werden uns weiterhin für eine Beseitigung der Kürzungen und gerechte Neuregelungen im Rentenrecht einsetzen. Für das Agieren im Schulterschluss, lieber Rainer Lehni, bedanke ich mich als BDV-Präsident ganz herzlich. Gemeinsam ist man stärker. Gemeinsam ist die Stimme lauter und die Forderung gewichtiger. Es ist, lieber Rainer Lehni, genau so, wie du das vorher gesagt hast. Die Stärke eines Verbandes bemisst sich auch an der Anzahl seiner Mitglieder, die den Verband tragen. So widersprüchlich es ist und so widersprüchlich es sich anhören mag, selbst die Interessen einzelner Betroffener lassen sich im Kollektiv erfolgreicher durchsetzen, als wenn jeder für sich alleine strampeln muss. Neben dem, was die Landsmannschaft und der heutige Verband der Siebenbürger Sachsen für unsere Landsleute erreicht hat, möchte ich einen ganz wichtigen Aspekt hervorheben, den auch du, lieber Joachim Herrmann, zum Schluss angesprochen hast. Es ist die Festigung der eigenen kulturellen und der eigenen Werteidentität, also die Festigung der Identität der Siebenbürger Sachsen. Und ich sage Ihnen, liebe Landsleute, ganz deutlich, es ist leichter und schöner und vor allem unterhaltsamer, ein Siebenbürger Sachse zu sein und vor allem zu bleiben, wenn man dies zusammen mit anderen ist, am besten als Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Das erleben wir gerade jetzt in diesen Tagen in Dinkelsbühl, wie schön es ist, Siebenbürger Sachse zu sein. Liebe Landsleute, Siebenbürger Sachse ist man nicht nur zu Pfingsten und auch nicht nur im Sommer, wie einige in Siebenbürgen das meinen. Siebenbürger Sachse ist man immer und überall zu Hause, im Urlaub, am Arbeitsplatz, in Dinkelsbühl. Wir sind stolz darauf, zu diesem kleinen, feinen Kulturvolk zu gehören. Unsere Geschichte reicht zurück bis in die Anfänge des Hochmittelalters. Wir wissen, woher wir kommen. Mit einem kleinen Augenzwinkern für Unwissende, nein, Siebenbürger Sachsen ist keine weniger bekannte Region in den neuen Bundesländern. Geografisch, meine Damen und Herren, liegt Siebenbürgen in Südosteuropa, im Herzen des heutigen Rumänien. Und wir alle tragen gerade dieses Siebenbürgen, gerade diese Heimat im Herzen. Das innere Bild unserer Heimat ist so individuell wie die Menschen, die es in sich tragen. Es finden sich darin Pinselstriche der Kindheit und des Glücks, der Feste und Feiern mit geliebten und mit ungeliebten Menschen, der großen fröhlichen Hochzeiten, der schmerzhaften Beerdigungen und der Anteilnahme eines ganzen Dorfes. Unser Heimatbild ist zum großen Teil sehr persönlich, in kleinen Teilen kollektiv. Es ist von Glück und Trauer, von Erinnerungen, von unerfüllten Erwartungen, von vertrauten Menschen und Neugierde auf das Fremde geprägt. Es ist unsere Heimat, die uns zu Pfingsten hier in Dinkelsbühl zusammenruft. Jeder, wirklich ein jeder Einzelne spürt hier und heute, welch positive Kraft die Bande der Heimat in uns entfaltet. Die Energie des Heimattages, meine Damen und Herren, wird noch lange vorhalten und jeden von uns über die nächsten Wochen und Monate des Alltages tragen. Ich bitte Sie aus ganzem Herzen, und hier bin ich ganz nah bei Joachim Herrmann, lassen wir uns niemals das positive Gefühl, das Positive, all das, was wir am Heimattag verspüren, von anderen zerreden, umdeuten oder gar ausreden. Unser Heimatbegriff ist nicht negativ besetzt. Unser Heimattag ist schlüssig, er ist stimmig und er ist wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Landsleute, einen herrlichen Heimattag. Danke für die Aufmerksamkeit, die Sie meinen Worten entgegengebracht haben. Und zum Anschluss, ein sehr hirscher Fäuster hoch, alles gerdet, weinsch nicht. Danke.
Lieber Bernd, herzlichen Dank für deine Worte und nochmal danke für deinen Einsatz für unsere Landsleute und für den ganzen Bund der Vertriebenen, in dem wir alle sehr gut aufgehoben sind. Und dir als Heimannstädter Ragnädler oder Ragnädler Heimannstädter darf ich auch den Bildband von der Nachbarregion überreichen, vom Mediasch und dem siebenbürgischen Weinland. Ich weiß, du bist auch in vielen Teilen Siebenbürgens zu Hause, ich auch. Und das macht einen Reiz dieser Landschaft aus und wir fühlen uns immer wieder auch dort zu Hause. Lieber Rainer, ich danke dir sehr, sehr hirsch für diesen Bund mit Bildern aus der Heimat. Es gibt Nest, wo deine Erinnerungen sich verbäumt, wie die Bilder und dort, woher wir kommen und wo wir ein noch daheim sehen. Danke, alles Gerdet. Danke euch.
Hallo und herzlich willkommen. Ich stehe hier mit dem Innenminister des Landes Bayern, Herr Joachim Herrmann. Herr Herrmann, ich habe mitbekommen, dass Sie eigentlich ein siebenbürgisch-sächsischer Kenner sind. Sie sind jetzt schon seit 23 Jahren hier, haben schon oft eigentlich eine Festrede gehalten. Und wie bewerten Sie die Kulturarbeit der Siebenbürger Sachsen? Die Siebenbürger Sachsen leisten eine ausgezeichnete Kulturarbeit. Das merkt man jedes Jahr hier beim Heimattag, wo ja leider letztes und vorletztes Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden konnte. Jetzt ist es wieder voll in Fahrt. Das ist großartig, was man hier erleben kann, aber das gilt auch für das ganze Bayern. Wir fördern das ja auch ausdrücklich mit einem speziellen Programm in München. Das wird dokumentiert. Aber es ist auch überall. Das geht quer durch Deutschland, in Österreich und auch zunehmend wieder mehr in der ursprünglichen Heimat in Rumänien. Ja, da wird großartige Kulturarbeit geleistet in einem ja, sehr positiven Sinn. Die Gedanken an die Heimat zu bewahren, das Brauchtum, die Traditionen, aber so, dass er eben auch das in die Zukunft weist und zur Integration in Europa beiträgt. Okay. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall mal für die kulturelle Beitragsgestaltung vom Land Bayern. Und Sie sind auch in Ihrer Rede auf die Zukunft der Siebenbürger Sachsen eingegangen. Was für eine Botschaft können Sie an die Jugend richten? Es ist ja ganz wichtig, dass das nicht nur eine Seniorenveranstaltung ist, dass es nicht nur um die geht, die unmittelbar beispielsweise Flucht oder Vertreibung oder eben die Auswanderung aus Rumänien und so weiter persönlich miterlebt haben, sondern dass gerade auch die Kulturarbeit als ein Zukunftsprojekt verstanden wird. Deshalb ist es wichtig, dass es an die junge Generation weitergegeben wird, dass immer wieder eine junge Generation mit begeistert wird. Und das ist das, was mich selber wirklich sehr beeindruckt. Das spürt man auch auf diesem
Hallo und herzlich willkommen. Wir stehen hier vor der Schranne nach der Kundgebung und ich habe hier den Oberbürgermeister, Herr Dr. Christoph Hammer, vor mir stehen. Herr Hammer, die letzten zwei Jahre waren ja auch nicht nur für die Stadt Dinkelsbühl schwer, sondern für alle. Neben der Kinderzeche ist auch der Heimattag hier in Dinkelsbühl ausgefallen. Und wie haben Sie das Ganze erlebt? Was hat Ihnen gefehlt? Ja, es war für uns natürlich schwierig. Dinkelsbühl ist ja eine Stadt, die feiern kann, muss ich sagen. Wir haben ja die Kinderzeche, wir haben Summer Breeze. Und eine unserer ganz großen Veranstaltungen ist natürlich das Siebenbürger Sachsen-Treffen zu Pfingsten in Dinkelsbühl. Ich darf es jetzt das 19. Mal miterleben, also eigentlich nur das 17. Mal, weil zwei Jahre ausgefallen sind. Aber wir übergeben ja von der städtischen Bevölkerung in diesen Tagen die Stadt den Siebenbürger Sachsen. Aber die politische Elite bei uns ist natürlich dabei. Und es ist uns sehr abgegangen, weil wir mittlerweile, muss ich sagen, die letzten zwei Jahrzehnte, wo ich dabei war, wir haben so viele persönliche Freundschaften hier geschlossen. Das waren die großen Herren, aber letztendlich die ganz normalen Leute. Und das ist uns schon abgegangen. Also kann man zusammenfassend sagen, es hat Ihnen eigentlich gefehlt. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder da seid. Okay, das freut uns auch, dass Sie uns willkommen heißen natürlich. Sie haben auch gestern in Ihrer Festrede von der Reise nach Siebenbürgen gesprochen und wie fasziniert Sie dort waren. Welche Einblicke können Sie eigentlich an die Siebenbürger Sachsen weitergeben? Wie hat es Ihnen gefallen? Was war besonders aufregend? Also ich darf sagen, wenn ich in Dinkelsbühl nicht Oberbürgermeister geworden wäre im Jahr 2003, dann wäre mir diese Lebenserfahrung mit den Siebenbürger Sachsen wirklich nicht widerfahren. Und ich habe gestern auch gesagt, die Siebenbürger Sachsen haben mich persönlich auf eine Reise mitgenommen, auf die man sie eingelassen hat. Und es waren natürlich Reisen, die ihre Etappen in Dinkelsbühl hatten. Ich weiß nur, wie der Klaus Johannes in Dinkelsbühl war. Dieser stattliche Mann mit den rötlichen Haaren, der, wenn er am Weihmarkt hier reingetreten ist, dann haben alle geschwiegen. Oder ob das der Peter Maffay war, der bei uns war. Aber es waren auch die Eindrücke aus dem Karpatenbogen. Ich war dann irgendwie so begeistert von dieser von eurer Heimat, dass ich es nicht lassen konnte, auch mit dem Rad dorthin zu fahren. Ob das dann die Kirchenburgen waren, das Trinken nach dem Gottesdienst auf der Bergkirche in Schäßburg, wo wir ja die Patenschaft haben. Aber dann sind es auch dieses Aufgenommenwerden in Hermannstadt, in der ehemaligen Kulturhauptstadt. Ein Leben dort und eine Jugend. Bin viel gelaufen, habe mich viel verlaufen in Schäßburg auf der Breite, in diesem großen, räumigen Eichenpark. Ich habe so viel persönliche Erinnerungen gehabt. Ich sage danke, dass ihr mir das habt erleben lassen. Ohne euch wäre mir diese Lebenserfahrung nicht widerfahren. Dankeschön. Das bedeutet auch, es war nicht die letzte Reise, sondern wir werden nochmal nach Siebenbürgen reisen. Ich werde nächstes Jahr eine Gruppe von Schülern begleiten von Dinkelsbühl. Eigen, dass hier das Gymnasium mit der Mittelschule und der Wirtschaftsschule zusammen einen Besuch in Siebenbürgen Sachsen wahrnehmen wird. Und wir werden hier auch wieder über Hermannstadt, über Schäßburg, über Grunstadt und dann nach Bukarest reisen. Viele haben schon gesagt, wir sollen kommen. Aber ich glaube, es ist wichtiger für unsere Jugend, denen zu zeigen, was bei uns letztendlich, was wir erfahren haben bei ihnen, dass die auch mitbekommen, was Rumänien und Siebenbürger Sachsen eigentlich ist. Okay, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für das kurze Interview und wir wünschen dann noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Euch auch und dann darf ich noch etwas zurückgeben. Ihr habt gestern, muss ich sagen, den Auftakt so toll moderiert, klasse gemacht. Ihr seid eine tolle Jugend. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.